Ex-Außenminister Boris Johnson hat den Briten zum Auftakt seiner Kampagne für das Amt des Premierministers am Mittwoch einen zügigen Brexit versprochen. After 3 years and 2 missed deadlines, we must leave the EU on October the 31st. Nach 3 Jahren und 2 verpassten Austrittsterminen müssen wir die EU bis zum 31. Oktober verlassen. Wir müssen es besser machen. Die derzeitige Austrittsvereinbarung wurde vom Parlament 3-mal abgelehnt. Lassen Sie mich eins klarstellen. Mein Ziel ist nicht der Brexit ohne Abkommen. Ich glaube auch nicht, dass es einen solchen No-Deal-Brexit geben wird. Aber man muss sich auch dafür rüsten. But it is only responsible to prepare vigorously and seriously for no deal. Die Konservativen stehen unter Druck, da sie bei der Europawahl eine deutliche Niederlage auch wegen des verzögerten Brexits hinnehmen mussten. Delay means defeat. Verzögern bedeutet Niederlage, verzögern bedeutet Corbyn. Johnson gilt als Favorit für die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Theresa May. Er kann unter den Kandidaten die meisten konservativen Abgeordneten hinter sich versammeln und ist auch bei der Parteibasis populär. Die Parteimitglieder werden letztendlich über die Nachfolge Mays entscheiden. Johnson hat allerdings auch den Ruf, in der Wortwahl verletzend sowie unzuverlässig zu sein. Der Frage, ob er Erfahrung mit illegalen Drogen habe, wich er aus. Well, I think the canonical account of this. Ich denke, über dieses Ereignis, als ich 19 Jahre alt war, ist vielfach berichtet worden. Die Menschen wollen jetzt wissen, was wir für sie tun können und welche Pläne wir für dieses großartige Land haben. Auf die Frage, ob er jemals gegen das Gesetz verstoßen habe, gab er zu, schon mal zu schnell gefahren zu sein.